Erst dachte ich mir, dass ein einzelnes Video über diese Thematik vielleicht gar nicht unbedingt sein muss, denn die Informationen, die wir zum aktuellen Zeitpunkt zu diesem Thema haben, die sind so überschaubar, dass sie uns durchaus mehr Fragen als Antworten liefern. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch ein Thema, was euch verständlicherweise sehr interessiert. Dennoch habe ich mir hier und da in den Kommentaren gedacht, dass der eine oder andere vielleicht doch ein bisschen was falsch verstanden hat. Und deswegen schauen wir uns das doch jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher an, was das bedeutet, dass Thomas Cook jetzt seine Fluggesellschaften verkaufen möchte. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe in den letzten Tagen, und das geht den meisten von euch wahrscheinlich ganz genauso, ich habe in den letzten Tagen wirklich einige sehr abenteuerliche Interpretationen zu diesem Thema gelesen, was ja jetzt letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Und um das einfach ein bisschen besser verstehen zu können, was da jetzt in den letzten Tagen passiert ist, was da veröffentlicht wurde, sollten wir uns vielleicht dieses Konstrukt an Fluggesellschaften rund um den Tourismuskonzern Thomas Cook mal etwas genauer anschauen. Und das machen wir jetzt auch, denn auch da hat sich in den letzten Jahren doch durchaus was getan. Erst einmal ganz klar, Thomas Cook ist ein riesiger britischer Tourismuskonzern, der zweitgrößte Tourismuskonzern in Europa nach TUI. Und genauso wie es im TUI-Konzern auch der Fall ist, hat Thomas Cook seine eigenen Fluggesellschaften in verschiedenen Ländern. Diese Zusammensetzung aus Fluggesellschaften aus verschiedenen Ländern, so wie sie heute in der Thomas Cook Group besteht, ist dabei entstanden über Jahrzehnte voll mit irgendwelchen Übernahmen und Käufen und es ging hin und her und so weiter, um halt einen europaweit gut aufgestellten Tourismuskonzern mit dem Namen Thomas Cook aufzubauen. Und um die neuesten Entwicklungen da jetzt vernünftig nachvollziehen zu können, muss man selbstverständlich nicht ganz vorne in dieser Geschichte einsteigen, aber es hilft, wenn man so Ende der 1990er Jahre mit einem aus deutscher Sicht bekannten Namen da vielleicht mal reinguckt, und zwar Neckermann. Neckermann Reisen hat sicherlich irgendwie jeder schon mal irgendwo gehört. Die wurden Ende 1990 Teil der neu gegründeten C&N Touristik AG. Diese wurde wiederum von Karstadt und Lufthansa ins Leben gerufen. Ja, und die Condor als ehemalige oder als damals noch Ferienfluggesellschaft der Lufthansa wurde dann Ferienfluggesellschaft der C&N Touristik AG. Condor als Fluggesellschaft gehörte zu diesem Zeitpunkt zu 90% der C&N Touristik AG und zu 10% direkt der Lufthansa AG. Damit war man schon mal ganz gut aufgestellt. Man konnte einige Leute mit Condor-Flugzeugen in den Urlaub schicken. Das hat alles funktioniert. Aber man wollte europaweit agieren. Das hat man geschafft, indem man zum Beispiel ein französisches Reiseunternehmen übernommen hat und dann auch das britische Reiseunternehmen Thomas Cook. Das war dann Anfang der 2000er Jahre der Fall. Dadurch wurde man, wie gesagt, der zweitgrößte Tourismuskonzern in Europa. Und jetzt als europaweit agierender Tourismuskonzern wurde aus der C&N Touristik AG Thomas Cook. Also ganz wichtiger Punkt, Thomas Cook hat hier nicht die von Lufthansa und Karstadt gegründete C&N Touristik übernommen, sondern das Ganze war andersrum. C&N hat Thomas Cook übernommen, aber den europaweit besser funktionierenden Namen behalten. Ihr merkt schon, das ist ein ziemlich interessantes Geflecht, aber es hilft, die aktuellen Nachrichten zu dieser Thematik zu verstehen. Das bedeutet nämlich, der Lufthansa AG gehörten damals 50% von Thomas Cook. Denn man hatte das ja 50-50 aufgeteilt, Lufthansa auf der einen Seite, Karstadt auf der anderen Seite, beziehungsweise mittlerweile war es dann Karstadt Quelle. Und im Jahr 2006 gab Lufthansa diesen großen Anteil für etwa 800 Millionen Euro an den zweiten Eigentümer, also an Karstadt Quelle, ab. Gleichzeitig übernahm die Lufthansa weitere in Anführungszeichen, weil es hier nur um die direkt bei der Lufthansa AG liegenden Anteile der Condor geht, weitere 14,9% der deutschen Ferienfluggesellschaft, hält jetzt also nicht mehr direkt 10%, sondern 24,9% an der Condor. In Anführungszeichen aus dem Grund, weil die Lufthansa da ja, auch wenn das jetzt vielleicht anders aussieht, ihre Anteile an Condor nicht erhöht hat, sondern durch die Abgabe ihrer Anteile an der C&N Touristik an Karstadt Quelle den Anteil an Condor um etwa 30% verringert hat. Von 2007 bis 2009 hatte man dann mehrmals versucht, die Anteile an der Condor in der Air Berlin unterzubringen, beziehungsweise die Condor mit Germanwings und TUI Fly zu einer neuen Fluggesellschaft zu fusionieren oder wie auch immer, hat beides nicht geklappt. Im Jahr 2009 hat Thomas Cook dann von der Lufthansa die übrig gebliebenen 24,9% der Condor für etwa 80 Millionen Euro abgekauft. Das war der Zeitpunkt, und auch nicht vorher und auch nicht nachher, an welchem die Lufthansa AG nun die letzten Anteile an der Condor abgegeben hat und auf dem Papier nun keinen einzigen Anteil mehr an der Condor hatte. Interessanterweise ist das heute ziemlich genau 10 Jahre her. Und die meisten von euch werden wissen, Karstadt Quelle gibt es schon lange nicht mehr, die hießen irgendwann nochmal Arcandor, ging dann in die Insolvenz. Auf jeden Fall das, was übrig geblieben ist, ist die Thomas Cook Group. Und da stehen wir heute. Zur Thomas Cook Group gehören aktuell 5 AOCs, also 5 eigene Fluggesellschaften. Zum einen die Thomas Cook Airlines UK, also die Thomas Cook Airlines aus Großbritannien mit aktuell etwa 30 Flugzeugen in der Flotte. Dann gibt es Thomas Cook Airlines Scandinavia mit Sitz in Kopenhagen, die betreiben zum aktuellen Zeitpunkt etwa 15 Flugzeuge. Dann gibt es noch recht neu die Thomas Cook Balearics mit 4 Airbussen.
und die Thomas Cook Aviation, ehemals Air Berlin Aviation, hatte man nach der Pleite dieser Fluggesellschaft übernommen, betreibt zum aktuellen Zeitpunkt 6 Flugzeuge für Condor und dann gibt es Condor selbst, gehört auch zur Thomas Cook Group und betreibt zum aktuellen Zeitpunkt etwa 40 Flugzeuge. Und jetzt passiert eben genau Folgendes. Dieses gesamte Konstrukt aus 5 verschiedenen Fluggesellschaften wird jetzt nach eigener Aussage vom Tourismuskonzern Thomas Cook einer strategischen Prüfung unterzogen, was durchaus den Verkauf von einzelnen oder den gesamten Group Airlines bedeuten kann. Der britische Reisekonzern wird, sofern die Möglichkeit durch entsprechende Angebote überhaupt erstmal zustande kommt, seine Fluggesellschaften verkaufen und schafft sich dadurch nach einem verlustreichen Jahr die finanzielle Flexibilität, um sich auf seine eigenen Hotels zu konzentrieren und dort wieder Geld zu investieren und dann hoffentlich auch wieder Geld zu verdienen. Dieser Gedanke ist dabei alles andere als neu. Darüber diskutiert man schon seit Jahren immer mal wieder, beziehungsweise das ist immer mal wieder Thema. Vor allem dann, wenn der Konzern Thomas Cook kein Geld verdient hat, es die Airline-Sparte aber trotzdem geschafft hat. Und damit kommen wir auch gleich zum wichtigsten Punkt. Das war nämlich auch im letzten Jahr wieder so. Man verkauft oder man möchte diese Fluggesellschaften nicht verkaufen, weil sie gerade nicht laufen, sondern man verkauft sie, gerade weil sie aktuell gut laufen und dadurch sehr wertvoll sind. Man kann sich sicherlich darüber streiten, inwiefern eine eigene Fluggesellschaft bzw. ja sogar mehrere eigene Fluggesellschaften für einen Tourismuskonzern dieser Größe von Bedeutung sind. Ähnliches Beispiel, beim TUI-Konzern sieht man das ganz genauso, da wurde auch immer mal wieder darüber diskutiert, ob das denn noch lange, gerade mit dem deutschen Ableger, ob das denn noch lange gut geht und so, und da verändert sich auch immer mal wieder was. Heute ist man aber auf dem Stand, dass man bei TUI sagt, wir sind froh, dass wir unsere eigenen Airlines haben, möchten sie gesund wachsen lassen, möchten sie eventuell einfach auf der Größe lassen, in der sie funktionieren, aber man ist froh über seine eigenen Airlines. Bei Thomas Cook geht das gerade in eine bisschen andere Richtung. Da würde man zum aktuellen Zeitpunkt verkaufen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die eben genannten Fluggesellschaften aus der Thomas Cook Group, die sind nicht pleite und die stehen auch nicht kurz vor der Insolvenz und die haben das auch nicht in naher Zukunft vor. Die Airlines funktionieren und die haben auch im Jahr 2018 funktioniert und auch eine deutsche Condor funktioniert. Die Group Airlines insgesamt haben im Jahr 2018 etwa 20 Millionen Passagiere befördert und konnten einen Gewinn von etwa 130 Millionen Pfund erwirtschaften. Das macht die Fluggesellschaften zum aktuellen Zeitpunkt auch vergleichsweise wertvoll und da kann man als Tourismuskonzern Thomas Cook, wenn man denn für sich die Entscheidung getroffen hat, dass man langfristig für seine eigenen Fluggesellschaften wahrscheinlich nicht mehr der richtige Partner sein wird, kann man lieber jetzt mit Interessenten sprechen, als das erst dann zu machen, wenn es wahrscheinlich zu spät ist, weil man aufgrund von mangelndem Interesse und aufgrund von mangelnden finanziellen Mitteln diese Fluggesellschaften alle Stück für Stück irgendwie runtergewirtschaftet hat. Dabei würde man die Group Airlines der Thomas Cook am liebsten direkt in diesem Konstrukt als Ganzes verkaufen. Das wäre für alle am einfachsten, man müsste die wenigsten Dinge ändern, beziehungsweise für den täglichen Betrieb der jeweiligen Fluggesellschaften würde sich wahrscheinlich sogar genau gar nichts ändern. Man war in den letzten Jahren nämlich mit Hochdruck dabei, entsprechende Synergien zwischen den Fluggesellschaften zu erstellen, entsprechende Ähnlichkeiten zu schaffen, um eine möglichst hohe Effizienz innerhalb der Gruppe zu ermöglichen. Ein gut sichtbarer Schritt in diesem Prozess war zum Beispiel eine gemeinsame Lackierung innerhalb der Gruppe. Aber gut, da ist im Hintergrund sicherlich noch eine ganze Menge mehr passiert. Möchte man jetzt allerdings irgendeine der Fluggesellschaften aus diesem Konstrukt heraustrennen und als Einzelnes übernehmen oder als Einzelnes kaufen, dann zum Beispiel eben die Deutsche Condor, dann ist das mit einem entsprechenden Aufwand verbunden, kostet Zeit und Geld. Was aber gar nicht so schlimm ist, es muss sich halt nur jemand finden, der dieses Geld bezahlen möchte oder der diesen Aufwand eingehen möchte. Das ist vorher alles gut berechenbar, da muss man sich drüber unterhalten, das sind gewisse Details, die besprochen werden müssen und spätestens jetzt befinden wir uns an einem Punkt, an dem man ja nur noch spekulieren kann, weil es gibt einfach noch keine Informationen dazu. Dazu ist das noch alles viel zu früh. Und ob das jetzt die Lufthansa Group ist oder der TUI-Konzern oder die International Airlines Group oder irgendein ganz anderer Konzern, einen, der gar nicht aus der Luftfahrt kommt oder den man gar nicht kennt, das wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt alles noch nicht. Für die größte Menge an Diskussionsstoff sorgte aber ohne Zweifel die Lufthansa. Wie sollte es auch anders sein? Die sind in den letzten Monaten stark gewachsen, haben vieles übernommen. Von der Air Berlin haben sie viele Flugzeuge übernommen, haben vieles in die Eurowings integriert. War klar, dass das hier für große Diskussionen sorgt, aber das wurde dann auch nochmal richtig interessant, nachdem ein Vorstandsmitglied der Lufthansa, Harry Hohmeister, im Interview mit dem Handelsblatt Interesse an einem möglichen Deal andeutete. Und da lassen wir jetzt auch mal die anderen Group Airlines außen vor. Da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Der Mann hat nämlich nicht gesagt, dass man die Condor jetzt einfach so kaufen wird und Eurowings draufschreibt. So einfach funktioniert das natürlich auch nicht. Ganz zu schweigen von den kartellrechtlichen Problemen, die das mit sich bringen würde. Aber auf dem deutschen Markt eine Condor jetzt einfach ohne weiteres einzustampfen, ist höchstwahrscheinlich keine so wirklich gute Idee. Ich habe es eben schon einmal gesagt, die Fluggesellschaft funktioniert. Die verdient Geld und die hat Jahr für Jahr Millionen von zufriedenen Passagieren. Dazu hängt an der Ferienfluggesellschaft Condor selbstverständlich auch ein entsprechendes Image. Ein Image, das man vielleicht bewahren sollte, beziehungsweise ein Image, auf dem man auch aufbauen kann. Ein Image mit Potenzial oder wie auch immer. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Aber der Name Condor ist ohne Zweifel auf dem deutschen Luftverkehrsmarkt ein sehr, sehr starker Name und ein sehr bekannter Name.
die Ferienfluggesellschaft Condor wiederum nach 10 Jahren als Teil der Lufthansa oder mit einer Lufthansa im Rücken. Oder heutzutage wäre es ja dann Teil der Lufthansa Group. Das ist wieder was anderes. Aber wir können einfach davon ausgehen, dass da im Hintergrund gerade eine ganze Menge wichtige Gespräche geführt werden, die auch in verschiedenste Richtungen gehen. Und gerade weil es sich hier nicht um eine Gruppe an insolventen Fluggesellschaften handelt, die am Boden stehen und irgendwelche Kapazitäten wieder in die Luft gebracht werden müssen oder irgendwelche Slots belegt werden müssen oder was auch immer, können wir davon ausgehen, dass das auch einfach mal etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen darf. Alle Group Airlines der Thomas Cook dabei auf einmal zu verkaufen, als Ganzes zu verkaufen, dürfte ziemlich aufwendig und schwierig sein. Wer weiß, ob sich da überhaupt ein entsprechender Interessent für findet. Auf der anderen Seite ist es dann ja aber auch wieder kompliziert, eine einzelne Fluggesellschaft aus diesem Konstrukt herauszutrennen. Für die nahe Zukunft bedeutet das nichts anderes, als dass sich bei den Fluggesellschaften an sich erstmal gar nichts ändern wird. Das wird alles erst einmal so weitergehen. Der Flugbetrieb läuft ohne Probleme weiter. Heißt, man muss keine Angst um seine Flugtickets haben. Man kann wie gewohnt völlig normal bei diesen Fluggesellschaften Flugtickets kaufen und wird dann auch mit entsprechenden Flugzeugen fliegen. Da wird niemand jetzt einfach so auf die Nase fallen. Und wenn man das verstanden hat, dann kann man die ganze Sache ja vielleicht auch mal ein bisschen optimistischer sehen. Denn wieder speziell das Beispiel Condor, da wird man in den nächsten 5 Jahren ein Update für die Langstreckenflotte brauchen. Ähnliche Situationen und sogar ähnliche Flugzeuge, auch ähnliche Größenordnungen wie beispielsweise bei Austrian Airlines in der Lufthansa Group. Und das sind alles Dinge, die sind vorher berechenbar, über die kann man sprechen, das sind Details, die man verhandeln kann, und deswegen dürfte das auch keinen so wirklich abschrecken. Das weiß man einfach vorher, dass das so ist. Und wer weiß, vielleicht kommt dann ein neuer Partner, der genau hier investieren wird und dann neue Langstreckenflugzeuge kauft oder was auch immer. Man hat da zum aktuellen Zeitpunkt bei diesen Verhandlungen bzw. bis überhaupt erst Verhandlungen zustande kommen, da hat man überhaupt keinen Stress. Das wird alles noch eine Weile dauern und bis man dann alle Details besprochen hat, dann wird das noch länger dauern. Da wird bestimmt was passieren, aber das nimmt noch einiges an Zeit in Anspruch und deswegen gibt uns das genug Zeit, um darüber nachzudenken, welcher Partner denn für die gesamten Group Airlines oder vielleicht für eine einzelne Fluggesellschaft wie Condor jetzt interessant sein könnte. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Punkte mit dabei und ein paar vernünftige Erklärungen, die geholfen haben, um das Ganze ein bisschen nachzuvollziehen, und sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.